Der Fußball steht momentan in Verruf. FIFA-Skandal, ein vor sich hin stotternder Franz Beckenbauer und gleichzeitig stürmen auch noch Fußballfans von Leipzig bei Rot-Weiß Erfurt den Platz. Wir haben einfach mal nachgehakt, was die Bevölkerung dazu denkt. Das ist auf keinen Fall ein legitimer Ausdruck für die Fankultur. Also die steigende Gewalt im Fußball ist ja ein andauerndes Problem. Und sowas muss schon unterbunden werden. Ich finde das Schwachsinn, dass die da den Platz stürmen und die Spieler angreifen. Also irre. Einfach nur irre. Sorry. Da gibt es ja auch noch eine andere interessante Diskussion darüber. Rainer Wendt, zum Beispiel von der Gewerkschaft der Polizei, fordert ja stets und ständig, dass die Vereine auch mit an den Polizeikosten sich beteiligen sollten. Wie sehen Sie das? Sind Sie da dafür oder dagegen? Ja, ich bin da eigentlich dafür, weil wenn die halt in Sicherheit, sage ich jetzt mal, sein wollen, dann sollten sie halt auch ihren Teil dazu beitragen. Naja, wenn das freiwillig, auf freiwilliger Basis passiert und es genug gibt, die sich dafür melden würden, wäre das ja meiner Meinung nach erstmal ein guter Ansatz. Finden Sie, dass das härter sanktioniert und härter bestraft werden sollte? Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch. Ne? Jeder ist für sich selbst verantwortlich und es gibt ja viele Fangemeinschaften, die ja für Fairplay sind und das müsste auch eingehalten werden. Und die Strafen könnten ruhig richtig hoch sein. Ja, und Deutschland wird sowieso alles ein bisschen runtergedrückt mit den Strafen. Ja? Hier kann jeder machen, was er will. Da ist nicht nur, in meinen Augen, nicht nur die Vereine für verantwortlich, sondern man sollte auch da, auch dementsprechend auch, fängt das schon an, bei den Kontrollen, beim Einlass alleine auch schon mit verantwortlich sein, weil irgendwo, die ganzen Security Guards, die da rumlaufen, die können ja im Vorfeld eigentlich schon aussortieren, wer ist eigentlich da von der Machthaber eigentlich schon, wer da was zu sagen hat. Und die können schon richtig aussortieren, eigentlich, okay, passt oder passt nicht. Also ich müsste dann schon mit der Rechtsprechung richtig mal. Also mit Geldstrafen holen oder auch, wenn es ganz schlimm ist. Arbeitsstunde, Fußballstunde Arbeit. Ja, also und dann ja, Sozialarbeiten, sowas müsste. Ja, genau, ja, richtig. Sozialstunden. Genau, Sozialstunde, genau, richtig. Nur bei Schwimmbrunnenvergehen, direkt bei Körperverletzungen und sowas, ist ja schon Strafrecht, ne? Ist dann, ja. Wollen Sie vielleicht noch ein paar Grußworte an gewaltbereite Fußballfans richten? Da ist Kamera 1, das ist Ihre Kamera. Ich kann es euch nur sagen, Leute, hört damit auf. Es ist einfach ein Problem, es kostet eure Vereine Geld und wenn ihr so weitermacht, wird es dazu führen, dass demnächst keine Fans mehr im Stadion sein dürfen. Wunderbar, vielen Dank.